Die Tradition, einen Maibaum aufzustellen, hat vor Jahren auch die Stadt Wels wiederbelebt. Mit dabei waren wieder eine große Abordnung der Vereine aus Wels und der Nachbarstadt Machtrenk. Dass Tradition und Brauchtum hier einen hohen Stellenwert haben, konnte man am großen Publikumsinteresse sehen. Herr Bürgermeister, wie wichtig ist das Brauchtum gerade in der Stadt? Brauchtum ist wesentlicher Bestandteil unserer Identität und er schafft Gemeinschaft, er schafft Kommunikation und deswegen halten wir Brauchtum auch in Wels sehr hoch. Der fast 28 Meter hohe Maibaum wurde der Stadt Wels von der Nachbargemeinde Machtrenk gespendet. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass die Nachbarstadt Wels Machtrenk gebeten hat, den Maibaum zu spendieren. Habe ich sofort Ja gesagt, weil das Leben des Brauchtums, der Traditionen in unserem Land ist eine ganz wichtige Sache. Die beiden Feuerwehren aus Wels und Machtrenk hatten einige Mühe, den mit Kränzen geschmückten Maibaum in traditioneller Weise mit reiner Muskelkraft aufzustellen. Maibaum aufstellen hat eine Riesentradition und es ist ein Brauchtumsfest und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass man das mit Muskelkraft macht und da sind wir eine der ganz, ganz wenigen Städte mittlerweile in Österreich und man sieht ja den Zulauf, selbst bei bescheidenem Wetter gibt es sehr, sehr viele Leute, die das interessiert und es ist ein wichtiges Thema unserer Identität und deshalb wird es auch entsprechend gelebt. Nach dem Maibaumsetzen geht es mit zahlreichen Veranstaltungen weiter. Diese Woche Maibaum, nächste Woche die große Shopping Night, das ist ja das Mega-Event in der Innenstadt. Statt nicht nur, dass 150 Geschäfte offen haben bis 22 Uhr am Freitag, dem 3. Mai, sondern wir haben vier verschiedene Bühnen. Es gibt eine gewaltige Modenschau am Minoritenplatz und eigentlich ist es ein kulturelles Treiben in der Stadt. Es ist eine wundervolle Freizeitbeschäftigung und wir haben da normalerweise zwischen 20.000 und 30.000 Leute und das Wetter schaut halbwegs ordentlich aus und ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung. Tradition und Brauchtum wird aber nicht nur in Wels hochgehalten. Ja, es ist eine sehr, sehr wichtige Sache und wir haben zu sehr vielen Anlässen verschiedene Brauchtumsfeste und man sieht, auch gesellschaftlich ist wichtig. Die Menschen kommen zusammen, jung und alt, die Kinder und darum werden wir solche Sachen auch immer wieder durchführen. Man sieht, eine Menge Leute kommen, ja, und jetzt wird der Maibaum aufgestellt, vielleicht auch gestohlen, den traditionellen Bandeltanz gibt es dazu, ja, und das gehört zu einer Stadt. Nach dem Anbringen der Spendertafel und den beiden Ortsfahnen am Maibaum durch die Bürgermeister Rabel und Mahr wurde dieser mit dem Bandeltanz der Volkstanzgruppe offiziell an die Stadt übergeben. Jetzt gilt es, den Maibaum vor möglichen Maibaumdieben zu bewachen und zu schützen. Da haben wir ein ausgeklügeltes System, das ich jetzt öffentlich nicht verrate, aber zur Not muss ich mich selbst davor stellen, damit er nicht gestohlen wird. Voriges Jahr wurde er zweimal gestohlen und das ist der Stadtkasse durchaus teuer gekommen. Die große Zuschauerzahl hat wieder deutlich gezeigt, dass Tradition und Brauchtum auch in der Stadt Wels überaus geschätzt werden. Also Tradition wird in der Stadt Wels Gott sei Dank seit ein paar Jahren wieder sehr hochgehalten. Wir haben nicht nur das Maibaum aufstellen, was heute ein großes Publikum erfreut, sondern wir haben auch andere traditionelle Feste und ich muss ehrlich sagen, sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.